Die ist so die Marschrichtung. Genau, und dann kannst du eh gleich kannst eh gleich dein Abo für gebrauchte Autos gehen, weil das ist ja halt auch wieder so eine Sache. So, seien wir da jetzt auch schon durch, Genau, ja. ja. Ja, dann seien wir wieder beim Abo für gebrauchte Autos. Also, ich meine, das ist eh meistens so, dass gewisse Features halt ein paar Jahre gratis dabei sein und dann auf einmal kommt, nach 5 Jahren kostet das halt was. Genau, ja. Also das haben wir, glaube ich, aber eh schon öfter gehabt. Da ist eh die Frage. Da ist die Frage. Wie wird man da in Zukunft, keine Ahnung, bei einem Privatverkauf von einem Gebrauchtwagen das handeln können? Du verkaufst ein Auto, gebraucht, keine Ahnung, es ist 4 Jahre alt, sagen wir, es ist ein BMW oder irgendeine andere deutsche Schüssel. Du verkaufst einen BMW, der ist gebraucht, der hat diese und jene Funktionen. Keine Ahnung, Sitz, Heizung Ja. und Tempomat. Du verkaufst das Auto, das ist 4 Jahre alt, 5 Jahre lang ist es von Hersteller genehmigt, dass es ab Kauf drinnen ist. Das heißt, du kaufst das gebraucht, hast noch ein Jahr die Möglichkeit, diese Komfortfunktionen zu nutzen. Und dann? Naja, wir könnten ja sogar noch einen Schritt weitergehen. Was ist denn, wenn dieses Abo nicht nur Autos, sondern auch Personen gebunden ist? Genau. Weil du könntest ja so machen, dass du sagst, du hast dein BMW-Account, da ist dann drinnen, aha, du hast das Auto besessen, du hast diese Sitzheizung für 5 Jahre, du verkaufst das Auto, das muss ja dann in das System eingetragen werden natürlich, und dann gehst du her und sagst, aha, jetzt ist ein neuer Besitzer, ja, du hast die Sitzheizung nicht. Weil du hast uns noch nie Geld dafür gezahlt. Da kämen ganz, 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 ganz üble Zeiten auf uns zu mit den ganzen Abo-Modellen. Das ist. Naja, das ist, sagen wir so, das ist eigentlich die nächste Sache, wo die EU eigentlich mit der Blutgrätsche reinfahren Ja. müsste. Tja. Also eigentlich, das wäre schon lang überfällig, weil das Da haben wir ist, das, weil. ja, haben wir ja wieder das Problem. EU, weltgrößte Autohersteller innerhalb der EU, sehr viel Geldkoffer. Ja, es ist witzig, weil sie haben es ja beim. Als Beispiel beim AI Act haben sie es ja zusammengebracht. Ja, da hat die EU ja kein Problem damit. Da gibt es ja kein Knowledge innerhalb der EU. Da kannst du nur. Das ist allerdings auch richtig, ja. Da kannst du nur. Damit greifst du nur unter Nicht-EU-Unternehmen an. Das ist allerdings auch Ja. richtig. Aber die EU wird den Teufel tun, da den europäischen Autohersteller vor die Tür zu scheißen. Also. Ja, es wäre aber über, es wäre eigentlich längst überfällig. Ja. Weil es ist ja auch das, was ist denn jetzt mit den ganzen chinesischen Autos, die da reindrücken? Weil im Endeffekt die Daten gehen alle an chinesische Server. Ja, das ist klar, ja. Das ist das Nächste, das ist alles garantiert da drüben irgendwo gespeichert und das wird da drüben ausgewertet werden. Und das ist sicher nicht GDPR-konform oder Also, GDPR-konform. wenn das GDPR-konform ist, nachher, puh, dann wäre ich sehr überrascht. Chat-GDPR-konform. Chat-GDPR? Was ist das? Chat-GPT, ja, das. Ja, ist schwierig. Schwierig. Okay. Ich meine, ich bin mal aber, ich weiß nicht einmal, ob die meisten amerikanischen Firmen das GDPR-konform haben. In Europa. Ja. Sie versuchen es zumindest. Ja, Meta hat es eh. mit Threads ja, hat er lang genug rumgebastelt.